Upbeat. Wir wollen jetzt mal gucken, wie musikalisch bist du oder bin ich. Und zuerst werden wir aufgefordert, zu schauen, ob unsere Lautsprecher an sind. Wenn du mich hören kannst, sind deine Lautsprecher an. Ansonsten solltest du die Lautsprecher anmachen, aber das hörst du ja jetzt nicht. Und ob meine an sind, ich glaube schon, aber werden wir ja gleich hören, denke ich mal. Ja, und anscheinend sind meine an, denn ich höre was. Gucken wir mal die Beschreibung an. Da sehen wir hier die Tasten, die wir drücken müssen. Das ist einmal A, S und D. Am besten mit der linken Hand, mit den linken mittleren Fingern. Und dann J, K, L. Am besten mit der rechten Hand drücken, mit den mittleren Fingern der rechten Hand. Und dann gibt es hier noch die Spacebar, also die längliche Taste unten. Die kannst du mit den Daumen drücken, mit den rechten oder linken oder beide, wie du gerne möchtest. Ja, und dann schauen wir uns mal hier so ein Stück an. Am besten ein einfaches Stück. Das kann ich ja vielleicht dann auch. Mal schauen, ich bin da nicht so gut drin, aber du vielleicht schon. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, dieses Spiel, um einen gewissen Rhythmusempfinden zu lernen oder zu bekommen und zu einem bestimmten Rhythmus Tasten zu drücken. Also für Kinder, die ein Musikinstrument lernen wollen, ist vielleicht für den Anfang gar nicht mal schlecht, das mal zu schauen. Ich glaube, das ist so. Aber dann schauen wir mal, wie gut ich bin, und ich gucke jetzt hier mal, dass ich die Tasten finde. Mit Space fängt's an. Ah, nee, na, schade. Ah, Mann, Tasten. Na. Ja, ich bin nicht so gut da drin. Ihr seht es hier, leider. Aber exzellent kommt schon mal hin und wieder auch vor. Und wenn ich groß bin, und gleich jetzt schneller, da muss ich mal gucken, ob ich das dann dahin bekomme. Oh. Ja, reden und spielen gleichzeitig ist nicht so gut. Kann ich nicht so gut. Deswegen sage ich jetzt hier eher weniger, damit wir das durchschaffen. Aber es sieht nicht so gut aus, dass ich es schaffe. Oh nein! Drei zum Schluss. Ja, also ich habe es gerade mal so eben geschafft. Ihr seht ja, wie schwer hier mein Mistake war, kurz vor knapp. Ja, aber ihr seid ja vielleicht besser und deswegen schlage ich vor, machen wir doch da mal eine kleine Challenge raus. Spielt das auch mal auf YouTube und zeigt doch mal, wie gut ihr das spielt. Und dann machen wir vielleicht eine kleine Playliste, wo ihr zeigen könnt, wie gut ihr das könnt.
Und versuch doch mal, was ich jetzt hier nicht so ganz gemacht habe, weil ich mich konzentrieren musste und ich ein Mann bin und ich zwei Sachen gleichzeitig kann, während des Spiels zu reden. Das ist nämlich gar nicht mehr so einfach, finde ich jedenfalls. Vielleicht für Frauen schon, aber für mich nicht. Dann wollen wir mal gucken, wie gut ihr das könnt. Und ihr könnt ja mal hier schwerere nehmen. Vielleicht mache ich das auch nochmal kurz. Ja, mal gucken, was hier so alles kommt. Ja, genau. Ja, da welche Tasten? Tasten suchen. Na gut, also Tasten suchen und dann nochmal versuchen. So, also. Ja. Ja. Ja, okay, ist. Also, naja. Ich glaube, das ist schon gut, oder? Na gut, also, ihr werdet es sicherlich besser können und, probiert's doch mal. Ist ein schönes Spiel, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich wünsche euch dann noch viel Spaß bei diesem Spiel und Gottes Segen.